Endlich geht's wieder los. Am Montag hat der FC Schalke 04 mit der Vorbereitung auf die kommende Zweitligasaison begonnen. Rund eine Stunde lang ließ Trainer Thomas Reis seine Profis im Parkstadion schwitzen. Mit dabei waren noch rund 2400 Schalke-Fans, die nach der Einheit fleißig Autogramme der Stars sammelten. Gesprächsthema Nummer 1 ist auf Schalke weiterhin Marius Bülter. Der Stürmer drehte nach Lebensmittelvergiftung nur einsame Laufrunden. Noch ist er Profi auf Schalke, doch das muss nicht so bleiben. Die TSG Hoffenheim buhlt weiter heftig um Bülter. Bülter würde gern wechseln, aber beide Clubs sind sich noch nicht über eine Ablöse einig. Da wartet Schalke aktuell auf das nächste Angebot aus Hoffenheim. Erstmals öffentlich in Königsblau aufgetreten sind heute auch die 4 Neuzugänge Lassme, Seguin, Schallenberg und Müller. Zusätzlich waren auch Rückkehrer wieder mit dabei. Marvin Pieringer und Blendi Idrizi sind nach Laien wieder auf Schalke zurück. Florian Flick ebenso, er fehlt allerdings noch verletzt. Ein Dämpfer für die Aufbruchsstimmung auf Schalke ist die Verletzung von Ralf Fährmann. Schalkes Stammtorwart hat sich ein Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und kann noch nicht trainieren. Im Laufe der Vorbereitung soll er allerdings wieder einsteigen. Nicht mit dabei sind auch die 4 Nationalspieler, die jetzt später ins Training einsteigen. Profiluft schnüppern dürfen dafür Assan Ouedraogo und Keke Top, zwei Talente, die in der vergangenen Saison in der U19 für Furore gesorgt haben. Nach der Einheit hat Neuzugang Ron Schallenberg erstmals als Profi von Schalke 04 mit den Medien gesprochen. Dem Ex-Paderborner wird hier sofort eine Führungsrolle zugetraut, vielleicht sogar das Kapitänsamt. Schallenberg ist schon seit seiner Kindheit Schalke-Fan, hatte früher ein Poster von Marcelo Bordon in seinem Kinderzimmer. Hier auf Schalke zu spielen, ist für ihn halt etwas ganz Besonderes, wie er uns erzählt hat.